Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die sowjetische Führung will nach innen und außen Reformen durchsetzen, die für das Land ohne Beispiel sind. In Moskau wurden am Abend erste Einzelheiten aus dem Thesenpapier veröffentlicht, das Ende Juni vom Sonderparteitag diskutiert und beschlossen werden soll. Danach gesteht der Kreml offen außenpolitische Fehler in der Vergangenheit ein. Die sowjetische Außenpolitik, so heißt es, habe hinter grundlegenden Wandlungen in der Welt hinterhergehinkt und Chancen verpasst, Spannungen zu vermindern und das Verständnis zwischen den Nationen zu vermehren. Einschneidende Änderungen soll es in der Kommunistischen Partei geben. Geplant ist eine Begrenzung der Amtszeit aller Funktionäre, und zwar auf 2x5 Jahre. Eine dritte Amtszeit soll nur möglich sein, wenn in geheimer Wahl mindestens 3/4 der Mitglieder des jeweiligen Parteikomitees dafür stimmen. Vom obersten Sowjet, dem Parlament der UdSSR, wurde das neue Genossenschaftsgesetz gebilligt. Den sogenannten Kooperativen werden nunmehr Rechte eingeräumt. Sie sind künftig den staatlichen Betrieben gleichgestellt und können relativ selbstständig Handel treiben. Bundespräsident von Weizsäcker rechnet mit wachsendem Druck der USA auf die europäischen Verbündeten. Auf einer Pressekonferenz in Rom sprach von Weizsäcker davon, dass die Europäer im Verhältnis zu den USA in den nächsten Monaten und Jahren noch manche Nuss zu knacken haben würden. Das gelte nicht nur für die Sicherheitspolitik. Auch im Handel würden die USA verstärkt Forderungen stellen. Und hier noch ein Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. Die NATO-Verteidigungsminister beschlossen in Brüssel die Verlegung von 72 amerikanischen Kampfbombern des Typs F-16 von Spanien nach Italien. Die Kosten von etwa 600 Millionen Dollar sollen aus einem NATO-Fonds aufgebracht werden. Vietnam hat angekündigt, bis zum Jahresende etwa 50.000 Soldaten aus Kambodscha abzuziehen. Die übrigen 70.000 Vietnamesen, die im Nachbarland stationiert bleiben, sollen bis 1990 heimgeholt werden. Zum vierten Mal seit Mitte März verhandelt Nicaraguas Regierung mit den von den USA unterstützten Contra-Rebellen über einen dauerhaften Waffenstillstand. Die zwischen beiden Seiten ausgehandelte befristete Waffenruhe läuft Ende dieses Monats aus. In Südafrika sind zwei weiße Polizisten wegen Mordes an einem schwarzen Jugendlichen zum Tode durch den Strang verurteilt worden. Ein Gericht in Grahamstown fand die Beamten de Villiers und Goosen schuldig, in Ausübung ihres Dienstes 1986 einen 18-Jährigen zunächst gefoltert und dann erschossen zu haben. FDP-Generalsekretär Hausmann hat erstmals öffentlich seinen Anspruch angemeldet, Nachfolger von Wirtschaftsminister Bangemann zu werden. In einem Interview des Deutschlandfunks teilte er mit, über seine Bewerbung bereits mit allen Präsidiumsmitgliedern der Partei gesprochen zu haben. Auf dem Münchner Flughafen Riem sind 23 Flüge der Lufthansa annulliert worden. Darüber hinaus kam es wegen Überlastung des Luftraums zu erheblichen Verspätungen. Die Wettervorhersage für Freitag, den 27. Mai. Im äußersten Westen und Südwesten wächst, dass sich nach Norden bewegte. In den anderen Teilen Deutschlands entstand im Tagesverlauf Quellbewölkung. Das Wolkenband gehört zu einer Luftmassengrenze, die frische Meeresluft im Westen von warmer Festlandsluft im Osten trennt. Sie verlagert sich langsam nach Osten, wobei sich von Frankreich her ein Zwischenhoch nähert. Die Vorhersage für morgen. Im Nordosten anfangs heiter. Im Tagesverlauf aufkommende Quellbewölkung und einzelne Gewitter. Sonst vielfach stark bewölkt und zeitweise Regen und vor allem nach Osten hin am Nachmittag schauerartig verstärkt. Gegen Abend von Westen her Bewölkungsauflockerung. Tiefstwerte zwischen 10 Grad im Westen und 17 Grad im Osten. Höchstwerte zwischen 18 und 23, im Osten bis 28 Grad. Schwacher, in Schauer- und Gewitternähe zum Teil stark böiger Wind aus Nordwest. Die weiteren Aussichten, am Sonntag leicht unbeständig und mäßig warm. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.